So, ich habe einmal wieder Too Good To Go Tüten geholt, die wollte ich euch zeigen. Ich war aber noch so einkaufen, ich habe einmal Senf gekauft, einmal Salami für Alex und einmal einen Leberkäse. Dann hier ist einmal drin Käsesemmeln, Röstzwiebelsemmeln und Käsestangen und einmal für die Arbeit ein Schinken-Käse-Sandwich. Genau, es kommt gleich in den Rucksack. Und das sind dann hier die Too-Good-To-Go-Tüten. Dieses Mal gab es zwei. Eine hat sie vergessen zusammenzurichten. Das hat sie jetzt noch schnell gemacht. Da sind drin zweimal Yum-Yum-Nudeln. Einmal ein Schinken. Gott sei Dank habe ich keinen Schinken genommen. Sonst hätte ich jetzt zweimal gehabt. Kommt gleich in den Rucksack. Happy Cola für mich. Und dann haben wir einmal eine Barilla. Mediterran Verdure Soße. Auch mega. Dann, das kennen wir ja schon, Iced Yellow Mixery. Dann einmal Nudeln. Oh, was das jetzt genau für Nudeln sind, keine Ahnung. Milio, La, Mil, Muli, Sana. Sehen auf jeden Fall teuer aus. Und einmal, auch mega lecker, von Pops, Walter Pops, veganer Bacon-Kartoffelsalat. Oh, den nehme ich vielleicht auch mit. Mal gucken. Dann gab's einmal eine Semmel, ein Vollkornbrötchen und ein eine Brezel oder ein Brezenring, ich weiß es nicht. Dann gab es einen Joghurt, einen Alpro-Joghurt. Dann gab es einmal Alpro, was ist das? Vanille. Einmal Alpro-Blaubeere. Dann einen Tee, da ist richtig viel drin in der Tüte. Auch wieder zweimal Nudeln. Nochmal ein Mixery. Nochmal Gummibärchen. Und einmal nochmal Nudeln. Und zwar dieses Mal die Birke-Hafer-Bond. Nudeln. Genau, und da hat jetzt eine Tüte 5 Euro gekostet, aber ich finde, es hat sich wieder gelohnt. Ich war ein bisschen einkaufen, und zwar einmal bei DM. Klopapier, 20 Rollen, brauche ich wenigstens nicht so oft einkaufen. Und einmal bei TK Maxx. Ich habe einmal gekauft für meine Mom was zum Geburtstag. Leider ist da was ausgelaufen und es ist nass. Super. Dann bei TK Maxx einmal für meine Mom Salt-Check. So ein Badesalz mit Wassermelone und Erdbeere. Und dann für ein Gewinnspiel einmal Wild und zweimal Wild. Ach, das ist leider jetzt auch nass. Sehr, sehr schön. Und dann einmal das Getränk, das ausgelaufen ist. Dann bei Rufo war ich auch noch schnell. Da habe ich zweimal so Dorables gekauft. Einmal Foodie Mini Brand Kugel. Einmal die Foodie Mini Brand Kugel. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich, was ist das für eine Series?
steht jetzt nicht da. Das ist auf jeden Fall Series 2, dann wird das wahrscheinlich Series 1 sein hier. Dann, mega schön beim TK Maxx, einmal einen Becher für mich, Travel Mug. Dann, die muss ich auch gleich raustun, dass die nicht nass werden. Eins ist eh schon nass, Pumpkin Spice wollte ich unbedingt testen. Dann einmal Mini Fashion Brand. Dann habe ich das gekauft, muss ich auch noch sauber machen, von Pixi Milky Set, das hat 9,99 gekostet. Zwei Deos für die Arbeit, einmal Garnier Deo und einmal 8x4 Deo, die mag ich beide ganz gern. Und das war's, die Tüte noch. So, jetzt habe ich gerade das andere Video beendet und das andere fange ich an, das dieswöchige. Ja, genau. Was ist diese Woche so gewesen? Diese Woche war Arbeiten, natürlich. Einmal Normalschicht und viermal Spätschicht. Man hat halt gemerkt, dass es weniger wird, weil wir ja sehr viele haben, die jetzt im Urlaub sind. Es ist weniger Arbeit und ich bin gespannt, wie es nächste Woche wird. Wahrscheinlich auch nicht viel, da wurde was abgeändert, weil so wenig Leute da sind. Habe ich statt Frühschicht, hätte ich eigentlich gehabt, Frühschicht RTW, jetzt Normalschicht von 6.45 Uhr bis 16 Uhr. Es wurde verlängert, weil da die normalen Arbeiter da sind. Genau, deswegen... ich arbeite anders und ich arbeite länger. Dafür habe ich aber, ich arbeite aber dieses Mal bis Samstag. Ich habe dieses Mal meine erste Samstagsschicht und da ist man halt ganz alleine. Deswegen, da bin ich sehr gespannt. Und ja, dann habe ich aber 5 Tage frei. 5 Tage frei. Das passt natürlich, weil bei uns nächste Woche das Volksfest beginnt. 10 Tage lang. Und dann habe ich übers Volksfest ein bisschen frei. Genau, was ist dann noch passiert? Gestern waren wir... zuerst Papier wegbringen, was sehr wichtig war, denn ich habe meine Adventskalender noch oben stehen gehabt. Ja, die hätte ich extra wegbringen müssen, aber es ist halt nicht so leicht. Ja, genau, das haben wir gestern alles weggebracht, das ganze Papier aus meinem Filmzimmer oben und das ganze Papier unten ist weg, aber das haben wir draußen in die Papiertonne reingetan. Bloß das, was ich oben im Filmzimmer habe, das hätte in die Papiertonne nicht reingepasst, deswegen haben wir es extra wegbringen müssen. Da hat mir mein Mann geholfen. Genau danach sind wir Gassi gehen gegangen mit Maya in den Wald und haben schon mal versucht, Pilze zu suchen. Es wächst noch nichts. Und dann ist mein Mann in die Stadt gefahren, um sein Thermostat zu wechseln. Genau. Und dann habe ich gesagt, ich will mitfahren. Er soll mich in der Stadt rauswerfen, dann kann ich zu TK Maxx schauen. Dann war ich bei TK Maxx, dann war ich bei Müller, dann war ich bei... DM. Dann hat er mich abgeholt und dann waren wir noch schnell bei Runifuhr. Da habe ich auch ein bisschen eingekauft. Das, glaube ich, habe ich euch auch gezeigt. Habe ich ja eingeblendet. Ja, genau. Und so bis heute Sonntag. Nicht mehr viel. Ja, was wird nächste Woche so sein? Ja, also dass ich 6 Tage jetzt arbeite. Normalschicht habe und Frühschicht, stimmt. Und Samstag habe ich Frühschicht. Ist aber wenigstens schneller vorbei. Habe ich nichts dagegen. Und Dienstag fahre ich. Ich muss, also normalerweise fahre ich ja mit dem Bus in die Arbeit, aber da so viele Urlaub haben, fährt der Bus aktuell nicht. Das heißt, ich muss dann alles mit dem Auto fahren, leider. Hilft ja nicht. Deswegen fahre ich am Dienstag dann zu meinen Eltern. Ich besuche sie, weil Dienstag Alex frei hat. Maya dann nicht so lange alleine ist, weil er hat ja Spätschicht. Und ich will das nicht machen, dass wenn er in der Spätschicht ist, Maya so lange alleine hier ist. Also die restlichen Tage fahre ich dann immer gleich nach Hause, damit sie nicht so lange alleine ist. Genau, und Samstag, wie gesagt, Arbeit. Und Sonntag mal gucken, ob wir da schon ins Volksfest fahren. Das wäre eigentlich eine tolle Idee, am Sonntag ins Volksfest. Ja, gucken wir mal. Ja, und das war's eigentlich. Gerade ist viel mit Arbeiten. Ach stimmt, ich habe mit meinem Studium weitergemacht. Und zwar muss ich eine Unterrichtsskizze schreiben. Und da habe ich jetzt schon 3 Seiten geschrieben von der Unterrichtsskizze. Ob es gut war um 11 Uhr abends, was ich da geschrieben habe, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Aber ich habe da schon mal angefangen. Da bin ich ja... bin ich sehr froh darüber. Muss am 15. September abgegeben werden. Das ist ja jetzt schon bald. Und dann habe ich noch 2 Prüfungen und dann eine schriftliche Prüfung nächstes Semester. Und dann war es es mit den schriftlichen Prüfungen. Genau, Bachelorarbeit halt da noch. Und bald ist es geschafft. Meinen Unterrichtspraktikas habe ich jetzt auch schon aufgeteilt. Und ich habe Alex sein Weihnachtsgeschenk gekauft. Das sage ich jetzt natürlich nicht hier. Das erfährt er dann. Kriegt er sowieso mit. Aber... ich hoffe, dass es ihm gefällt. Ja, und die ganzen Adventskalender, ihr wisst es ja, werden auch schon wieder verkauft. Ich habe jetzt noch einen gekauft, und zwar vom Potluck. Genau, weil Just Spice habe ich schon so viele Gewürze und Ankergrad, wisst ihr, habe ich mit Ankergrad habe ich es nicht mehr so, seitdem sie so Nestle gehören. Deswegen, ja, habe ich mir den Potluck Adventskalender gekauft und damit ich mal die
hässlichen Gewürze, die ich alle da vorne habe, ein bisschen gegen schöne Keramikbecher austauschen kann. Finde ich einfach schöner. Ja, den werden wir natürlich auch miteinander auspacken. Der wird sogar relativ früh verschickt. Ich glaube, irgendwann im September. Also es kann sein, dass es jetzt dann im September schon mit den Adventskalendern losgeht bei mir. Das wird genauso wie letztes Jahr gelaufen, dass ich die Adventskalender neben meine normalen Videos online bringe, weil ich sonst mit den Boxen wieder so weit im Rückstand bin. Seid da auf jeden Fall gespannt. Es geht bald los. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Ach ja, ich beende es zwar, aber ich werde heute Abend noch zwei Good-to-Go-Tüten mitnehmen. Also ich habe zwei Good-to-Go-Tüten gekauft, die zeige ich euch noch. Seht ihr dann nach meiner Beendigung des Videos. Genau. Also, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne einen Kommentar da lassen. Was habt ihr die Woche so gemacht? Würde mich mega interessieren. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Schaut auf jeden Fall bei meinen Gewinnspielen vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr da dann auf jeden Fall mitmacht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn ihr es am Sonntag schon seht, einen schönen Sonntag. Eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. So, ich habe Good-to-Go-Tüten wieder gekauft, also die. Das ist vom Bäcker heute, habe ich nicht gegessen, weil ich noch was gekauft habe und das nehme ich morgen in die Arbeit mit. Wir gucken, was hier drin ist. Also es sind zwei Tüten, jeweils für 3,50 Euro. Hier haben wir einmal ein Brötchen, ein Ciabatta, eine Gemüse und zwar, ach nein, das sind zwei süße Teilchen. Dann einmal eine Pizza. Einmal eine Käsesemmel, beziehungsweise Sandwich. Das kommt gleich in den Kühlschrank. Tüte Nummer 2, auch eine Semmel. Auch eine Semmel. Und dann ein Croissant. Hier haben wir auch eine Käsesemmel, die kommt auch zum anderen, zu der anderen. Eine Käsebrezel, die sieht doch lecker aus. Und ein Ding mit Wurst. Genau. Das war jetzt alles in der 7 Euro. Also in den zwei 7 Euro Tüten drin. Na, ich werde jetzt alles so ein bisschen verräumen. Und ich glaube, das esse ich jetzt schon. Und das esse ich.